So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal seht ihr hier Battlefield 3. Ich hoffe mal, ich habe genug Frames, das habe ich nie im Voraus ausgetestet. Naja, egal. Und ja, habe ich. Gut. Und zwar, ja, habe ich den Gun mal wieder dabei. Hallo. Und ja, ich dachte mir, heute machen wir mal nicht so, ja, hier schickimicki ein bisschen rumrennen und kaputt machen, ne? Ich dachte mir, komm, wir machen einfach mal ein, weiß ich, Commentary, Let's Diskutier, was auch immer das sein wird. Und ja, ne? Ja. Genau. Als erstes Thema habe ich mir jetzt so rausgesucht, Dritter Weltkrieg, was ich kürzlich auch ein Video auf YouTube gesehen habe. Das habe ich mir gedacht, das kann ich doch noch viel besser. Ja, und mal gucken, was rauskommt. Ich denke mal, ich und Gans sind jetzt nicht die Leute, die sich mit dem Thema so überhaupt nicht auskennen. Ich will nicht sagen, dass wir froh sind, aber alles cool. Genau. Also, ich habe mir auch hunderte Dokus über solche Themen angeschaut, also ein bisschen habe ich. Ob das alles richtig ist, habe ich nie nachgedacht. Das möchte ich kurz sagen, okay? So, okay. Und zwar werden wir das Ganze aus zwei Standpunkten leiser stellen. Dann habe ich schon nochmal leiser stellen, ja. Bei Wärmesuch habe ich das. So, und zwar werden das Ganze aus zwei Blickwinkel betrachten, und zweimal, und erstens, der Dritte Weltkrieg steht uns bevor, und zweitens, der Dritte Weltkrieg ist schon. So, fangen wir erstmal an mit Dritter Weltkrieg ist schon, und dann weißt du, was ich damit meine? Nein, weiß ich nicht. Damit meine ich das ganze Zeug, was zurzeit auf der Welt los ist, hier, mit den Terroristen und so, weil wenn du genau überlegst, eigentlich ist ja irgendwie schon die komplette Welt darin verwickelt, ne? Eigentlich ja, wenn du es so willst. Man kann es als Dritter Weltkrieg sehen, muss man aber nicht. Du meinst Ukraine? Eher auf der Seite, das ist kein richtiger Krieg, weil für mich ist eher Krieg Land gegen Land oder Länder gegen Länder und nicht viele Länder gegen Terroristen. Ja, also. Ja, das ist ja kein Weltkrieg, das ist ja nur Terrorkrieg, wenn du so willst. Es kommt auf den Blickwinkel an, wie gesagt. Ne? Gott, bin ich lange nicht mit Jet geflogen und nein, ich bin im Gelee oben. Fuck. Aussteigen. So, und na, wie gesagt, zweiter Blickwinkel eben, dass der Dritte Weltkrieg kurz noch bevorsteht. Ja, das kann man allerdings auch nicht so sagen. Ich meine, klar, es kann gut sein, damit man einfach nur irgendwann mal einen verrückten Politiker hat, wie eben damals im Zweiten Weltkrieg Hitler. Das Ganze dann einfach, ne, umsetzt, einfach tust. Und was wollte ich sagen? Sekunde, ich muss gerade treffen. Allerdings weiß ich gar nicht mehr, ob das so leicht möglich ist in der heutigen Zeit, noch durch diese ganzen Zusammenschlüsse der EU und so, ob das überhaupt noch so leicht möglich ist, einen Weltkrieg zu starten, ne? Ja, doch schon. Ich meine, Amerika und Russland, das sind die beiden größten Weltmächte. Ja, genau. Und die haben sich ja eh immer in den Haaren. Ja, das ist echt dazu. die warten eigentlich nur noch auf den Grund, sich gegenseitig zu bekriegen. Genau. Was wäre ganz toll, wenn du mal in meinen Squad kommen würdest. Kann ich kurz machen, aber ich denke, Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Aber ich denke echt, dass, es gibt meiner Meinung nach genau zwei Szenarien für den Dritten Weltkrieg, wie der starten könnte. Und zwar das eine Szenario wäre, dass Amerika bzw. Russland irgendeinen Fehler macht, der dem anderen Land nicht gefällt und die fangen an, sich zu bekriegen. Oder eben China steigt noch mehr auf und versucht dann selbst Weltmacht zu werden. Da weiß man auch nicht, wie die das dann schaffen wollen, ne? Ich meine, ja, die haben viele Soldaten, so, die haben gute Technologien. Ich sag's mal so, die der Ukraine momentan ist ja schon ein Krisenherd. Russland hat da jetzt auch Truppen hingesendet. Ja. Und das gefällt den Amerikanern wohl nicht so. Also, da kann man eventuell schon damit rechnen, dass das passieren wird. Ja, den Amerikanern, denen gefällt nie irgendwas richtig. Wenn man jetzt zum Beispiel das mit dem, wie heißt der, dieser eine, der da alles ausgeplaudert hat von der USA, der war ja auch in Russland, das hat den USA auch nicht gefallen. Der Typ, ja, ich weiß. Weißt du, wen ich meine? Ja. Gut. Mein Gott, hier spielt gerade in die Luft, mein Gott. Wenn man sich mal Battlefield 3 zum Beispiel anguckt, da ist ja noch Russland die böse Weltmacht und in Battlefield 4 ist es dann schon China, also. Ja, genau, und ich vermute auch mal,
dass es dann wirklich dazu kommen wird, dass dann eben, ja, Jan, belebe ich mal kurz wieder. Ach, du bist tot. Bin tot, ja, leider. Ja, ich vermute echt, dass China noch zur Weltmacht aufsteigen wird. Einfach aus dem Grund, die haben eine Menge Soldaten und ja, gute Technik, ne? Ja. Also man kann sagen, gute Technik. Ich meine, von der Technik kannst du dich eigentlich abhängig machen, weil die Deutschen haben auch gute Technik. Aber, Die Deutschen haben auch den Zweiten Weltkrieg geführt. wir stehen unter Einfluss von den Amerikanern, das ist unser Ja. Problem. Wir haben ja hier auch Fahrkilometer von hier, wo ich wohne, so eine ja, amerikanische Militärstadt, also da merkt man dann schon, ja, wie das eben noch die Auswirkungen vom Zweiten Weltkrieg sind. Und warte ich Und ich eigentlich auch. stürze ab. Warum? Was machst du? Weil ich zu so bin, hier zu fliegen. Ach so. Richtig schlau. Was ich allerdings auch ja, ziemlich beschissen finde, jetzt doch zum Thema Dritter Weltkrieg, ist, damit ich mir ziemlich sicher bin. Also, ziemlich sicher heißt nicht, es wird so sein, sondern ziemlich sicher heißt, ich vermute, es wird so sein. Ja, damit viele, viele Großmächte auf Gift- und Biowaffen zurückgreifen werden. Ich meine, inzwischen, ne, mit solchen Waffen kannst du inzwischen um einiges mehr ausrichten als mit der Atombombe oder so. Wenn du da irgendwo hier über großen Städten eine Giftgasbombe zündest, das ist dann Ja, das auch ist auf nicht so jeden Fall. prickelnd. Also da gibt's dann auch Heu, scheiße Helikopter. Was wollte ich sagen? Also da, ne, aber dann auch wieder große Probleme. Das kommt jetzt halt auch immer wieder darauf an, welches Land jetzt eben den Dritten Weltkrieg anfängt. Ne? Ich meine, Naja, wäre das. ich sag's mal so, Albert Einstein hat es ja schon vorausgesagt. Er meinte, ich weiß nicht, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg geschlagen werden wird, aber der vierte wird wieder mit Axt und Keule geschlagen. Warum eigentlich? Ja, das ist darauf bezogen, dass die Menschen nach dem dritten Weltkrieg, oder dass die Menschen sich im dritten Weltkrieg selbst zerstören werden, dass wir dann im vierten Ach Weltkrieg gar so, nichts meinst du mehr haben. das? Ja. Weil, wenn du mal guckst, die rüsten alle auf Atomwaffen. Ich weiß gar nicht, ob Und man lässt, Atomwaffen sogar noch die stärksten Waffen sind heutzutage sind. ja, aber die waren weitest verbreitet. Und wenn du mal guckst, wenn jetzt die Amerikaner, ne, mit der Atomrakete nach Russland schießen, die da schießen die Russen auch mehrere Atomraketen nach Amerika und so weiter. Ja, das ist logisch und das wird immer eben hin und her gehen. Ich meine, Und solche man Raketen braucht brauchen ja auch seine theoretisch, Zeit, bis sie da sind. na, man braucht theoretisch, erstens brauchen die nur 5 Minuten, 5 bis 10 Minuten, länger brauchen die nicht. Ja, genug Zeit, um sie zu Und entfernen und selber Raketen zu starten. Das größere Problem dabei ist, man braucht bei den momentanen Sprengköpfen reichen 10 Atomexplosionen und die gesamte Welt ist kaputt. Ja, jetzt auch noch hinter uns, Zahnergang. Jetzt auch noch zum Thema Atommann. Weiß überhaupt nicht, auch wie viele Atomwaffen jetzt im Besitz von Terroristen sind. Das könnte ja auch noch ein Problem werden, ich meine. Es sagt ja niemand, dass kein dritter Weltkrieg durch Terroristen ausgelöst werden kann. Bis jetzt ist das ja eigentlich nur in Anführungszeichen, ja, Terrorismus, ne? Aber wenn die jetzt hier echt noch mit Atomwaffen zu kommen, das kann wirklich zu einem Weltkrieg werden. Naja, ich sag's mal so, der Terrorkrieg, der ist nur Fassade. Im Sinne von, Ja, dass die. Amerika braucht nur einen Vorwand, um da einen Krieg zu führen. Irak und in Afghanistan. Ja, das ist halt wieder jetzt. Das ist jetzt halt wieder das Thema Amerika im Sinne von. Ja, die führen immer nur Krieg, wenn sie da die Rohstoffe wollen und so. Ja, aber Man muss nee, sagen, es ist deswegen. was Wahres dran, aber auch nicht nur. Ja, aber ich bezweifle, dass daraus der dritte Weltkrieg entspringen würde. Ich nehme eher an, dass es wieder zwischen eine Sache zwischen Russland und Amerika sein wird. Und dass die Deutschen da mittendrin stecken. Ja, das. Man muss auch sagen, wir Deutsche haben eigentlich auch noch ziemlich Glück, dass wir überhaupt noch existieren. Für die, die sich wissen, und zwar hatten wir im Zweiten Weltkrieg oder so, oder um den Zweiten Weltkrieg rum, hatten sich die Amerikaner ja überlegt, in Deutschland Atomwaffen zu starten. Und hätten die das gemacht, auf Russland dann von Deutschland Atomwaffen zu schießen, dann hätte Deutschland nicht überlebt. Dann hätten nämlich die Russen erstmal Deutschland zugebombt, damit die da nichts mehr schießen können. Und dann wäre Amerika dran gewesen. Oder in Deutschland, wenn die Amerikaner den Deutschen die Schuhe in die
die Ja, Schuhe in die Hose geschoben aber haben. Atomwaffen sind immer noch in Deutschland stationiert für den Amis. Das wusste ich jetzt noch nicht, okay? Also ich wusste nur, damit die Mein. sich mal überlegt haben, da eben vor Meistens Deutschland kennst du die. Atomwaffen zu starten, beziehungsweise einen Atomkrieg von Deutschland auszuführen. Ja, kennst du die Rammstein Airbase? Nee, kann ich nicht. Die ist bei Kaiserslautern. Das ist die größte ausländische Militärbasis und Luftbasis von Amerika. Das Gelände ist größer als das Gelände vom Frankfurter Flughafen. Oha. Ja. Okay, das ist groß. Und da stehen B-2-Bomber, da stehen Apache-Kampfhubschrauber, da stehen F-18-Jäger, F-16-Jäger, F-22-Jäger. Ja, damit haben die uns halt leider auch ziemlich in der Hand. Also, ich vermute, durch Deutschland wird kein Weltkrieg mehr in naher Zukunft entfacht. Aber weil wir so viele hier amerikanische Truppen und so in Deutschland, ach, kein Wunder, dass ich so schlecht bin. Ja, wie gesagt, ich konzentriere mich eher mehr aufs Reden als aufs Spielen. Ich glaube, ich habe noch keinen Kill, ne? Doch einen und zwei Tode. Okay. Also wie gesagt, ich sag mal, amerikanisches Militär, US Army Konzentration in Deutschland ist viel zu hoch, damit Deutschland jetzt einen dritten Weltkrieg anfangen würde. Ich vermute mal, wenn jetzt so eine Scheiße wie im Zweiten Weltkrieg passieren würde, wenn plötzlich ein Politiker anfängt, neue Sachen zu erstellen und anfängt, irgendwie Ausländer abschlachten zu lassen. Gehen wir jetzt mal hier, Zweiter Weltkrieg oder eben, ne, wie es der Zweite Weltkrieg war, Juden. Ich denke schon, die Amis würden da eingreifen. What the fuck? Ich weiß jetzt zwar nicht, wieso ich mit einer AK auf Panzer schieße, aber man könnte ja Glück haben und man könnte ja was treffen. Jo. Aber ich vermute auch jetzt mal die Vorstellung, wenn wirklich ein dritter Weltkrieg durch die Terroristen entstehen könnte, ist die Frage, ob das dann wirklich ein dritter Weltkrieg ist, weil Helikopter, 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 ja, runter ich vom geh Dach. schon runter, ich geh Ah! schon runter, ich geh schon runter. Weil es wird, ich meine klar, Terroristen sind nicht toll und so, aber es wird viel weniger Opfer geben, als wenn das ein Kampf zwischen Russland und Amerika oder Russland, Amerika und China wird. Vielleicht wird es auch ein dreiseitiger Kampf, ne? Das ist ja nicht ausgeschlossen, damit die drei um die Weltmacht kämpfen. Wie du einfach Das mal ist nicht Doktrin reinschickst. ausgeschlossen. Also ich glaube. Aber es ist anzunehmen, dass Amerika den Kürzeren ziehen wird. Ja, weil Amerika jetzt so lange Weltmacht war. Man muss sich jetzt einfach mal überlegen. Nein, nein, man muss einfach mal vergleichen. Russland und China sind stärker verbündet als Amerika und China. Und wenn die beiden zweitgrößten Weltmächte, nämlich China und Russland, gegen Amerika verbünden, dann kann Amerika noch so viele Panzer haben. Dann sind die Das ist Chinesen klar. trotzdem, die Außerdem hat Russen trotzdem Amerika besser. das Problem, die haben ihre Truppen in der kompletten Welt stationiert und, ne, bis die dann ihre Truppen hierher gebracht, nicht hierher, ja, zum Geschehen gebracht haben, vergeht auch wieder einige Zeit, ne? Der läuft da hinter dem Haus rum. Ein Gegner. Ah, verdammt. Ja. Tu dich nicht, tu neu, nicht neu spawnen, nicht neu spawnen. Okay, kannst du spawnen. Ich hab's versucht, aber mein Magazin war leer. Wo waren wir Jetzt mal gerade? hier. Ach ja, China ist ja noch am Aufbauen von einer, auch Seemacht. Und von dem, was ich gehört habe, sind die echt nicht mehr weit davon entfernt, mit ihren Waffen Amerika überlegen zu sein. Sind sie schon, sind sie schon. Okay, meine Informationen sind auch nicht mehr aus dem neuesten Stand, muss ich sagen. Das sind immer Informationen, die ich jetzt mich hier über im Jahre angesammelt habe und das sind eben jetzt, was ich hier gerade gesagt habe, die etwas älteren Informationen. Die sind dann halt nicht mehr ganz so aktuell. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Also wie gesagt, wenn jetzt China wirklich überlegen ist, dann na, wird Ja, genau. Amerika weniger. Wie viel Schuss hast du denn in der G53 drin? Ist denn, der ist voll viel drin, oder? Eigentlich nicht, deswegen. Ja, aber gerade, wo ich gegen angekämpft habe, war da voll viel drin. Ja, der hat erst dich umgeschossen, dann hat er mich umgeschossen. Das ist es ja. Vorne steht ein Panzer. Dann wollen wir den doch mal nehmen. Ach so. Wo waren wir gerade? Ach ja, genau. Weltmacht China. Ich glaube, es ist gar nicht so ausgeschlossen, damit China noch die Weltmacht bekommen wird.
Ich meine, wir müssen uns mal überlegen, ja klar, die Amis jetzt, ja, hier, wir sind die Stärksten und so. Allerdings müssen die zugeben, es gab bis jetzt noch keine Weltmacht, die, ja, ewig lang existiert hat. Lang, aber nicht ewig. Hinter uns. So, jetzt hat wirklich zwei Monate gestört. Ich komme nicht hin, fahr mal ein bisschen vor. Ah, Kacke. Ah. Das ist ein bisschen doof. Wo war ich gerade? Ach ja, genau. Ja, es ist eben unmöglich, sich als Weltmacht ewig oben zu halten. Nehmen wir einfach mal die Römer als Beispiel. Ich meine, die waren auch technisch ziemlich überlegen, allerdings, ne, sind die auch irgendwann dann Ja. gestürzt worden. Und Aber ich denke mal, die haben sich zu viel eingehandelt. Und das wird bei genau, den Amerikanern ich auch so denke mal, bei passieren. Amerika wird es nicht anders sein. Wenn wir jetzt überlegen, was die auch immer Schulden haben, da hat der China auch noch eine große Rolle mit, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt, wo da dieses bei Amerika mit den Schulden war. Hat nicht China Amerika das dann die Schuldengrenze erhöht? War es nicht China? Jan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, okay? Also, ohne Gewehr. Ohne Gewehr, nee, du mit Gewehr, du hast doch Gewehr in der Hand. Mit Ä. Ohne Gewehr mit Ä. Und ja, ich denke mal, China wartet einfach nur auf den Moment, in dem Amerika geschwächt ist und die sie überrumpeln können. Das ist meine Vermutung. Und dann wird China Weltmacht werden. Unweigerlich. Kommt darauf an, was Russland davon hält. Wir wissen natürlich nicht, was passiert, wenn sich China und Amerika bekriegen, ob sich Russland mit einmischen wird. Das Wobei, das ist nicht geplant hier, aber. weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch keine, ja, kann ich jetzt auch keine Meinung dazu abgeben. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Aber was denkst du, wird sich Russland einmischen, wenn sich China und Amerika fertig machen? Hunde? Ja, genau, spray mich nieder. Na egal. Ob sich Russland einmischen wird zwischen China und Amerika? Ja. Beziehungsweise Ja, danach logisch. versuchen wird, die gewinnende Macht zu besiegen, um selber Weltmacht zu werden. Logisch. 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 Wenn sie nicht sogar schon Mitten im Geschehen einfach. den Chinesen helfen. Ja, also eher wahrscheinlich eher Russland und China statt Amerika und China oder Amerika und Russland, oder? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, die Russen und die Amerikaner werden nie auf den grünen Zweig kommen. Nee, also das sind einfach keine Freunde, die haben einfach was gegeneinander, ne? Das wird wahrscheinlich, ja, nicht das Gelbe vom Ei werden zwischen denen. Ja, mein Mikro ist kurz abgekackt. Hast du gerade irgendwas gesagt oder nicht? Negativ. Okay. Nur weil ich sonst nicht gehört hätte. Also es ist dann, ja, meiner Meinung nach ziemlich Dein wahrscheinlich Akku und leer oder was? nein, das schmiert man einfach ab, was weiß ich warum. Muss man sowieso mal irgendwann ein neues kaufen, das ist einfach Kacke. 50 Euro umsonst, ja danke. Was hat heute für einen Scheiß für 150 Euro bekommen, ja danke. Das war doch gerade einer. Aua, aua, aua. Ich bin nett, wirklich. Ich gehöre zu euch. Ach, schade. Hat überlebt. Genau, also wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich hier Amerika und Russland. Jetzt ist aber noch die Frage, ob das ein Atomkrieg wird. Das kommt darauf an, wie viel Vernunft die noch haben, wenn die nicht mach nicht, ich habe Defibrillator. Das kommt darauf an, wie viel Vernunft die noch haben. Wenn die jetzt in dem Krieg ihre komplette Vernunft liegen lassen und einen Atomkrieg starten, ist natürlich immer schlecht für die Zivilisten. Aber wenn die noch halbwegs Vernunft bewahren und versuchen, ein Atomkrieg zu vermeiden, ne, ist die Frage, ne, wie ja stark, beziehungsweise wie schlimm der Krieg werden wird. Sehr schlimm. Yay, Werkzeug.
Flugzeugkill. Wuhu! Läuft bei dir. Ich brauch mal ein Medic Pack, bitte. Ja. Gestern. Der ist rechts an dem Container. Rechts an dem Container. Rechts an dem Container. Ich bin tot. Aber ich bin neues Level. Hast du getötet? Ja. Beleb mich wieder. Mein Kit. Hö, was hab ich denn für ein komisches Kit? Das ist ja blöd. Das sind meine Waffen. Ist ja da blöd. Na, passt schon. Was verdammt für... gut, das Gewehr. Aua, aua. Ja. Ich bin tot. Seh's. Oh. Ja, hast du noch vielleicht noch was zu dem Thema hinzuzufügen, Jan? Nö, nö. Doch, eigentlich so nicht. Ideen. Nicht mehr? Nein. Ja, okay, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal fürs Video. Ja, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt oder ähnliches, dann könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wenn euch das Format gefällt, einfach neue Gesprächsthemen in die Kommentare und halt so, ja, ich will das wieder sehen, redet mal über das und so, ne? Wird auf jeden Fall fortgeführt, weil mir persönlich macht es auf jeden Fall Bock. Und ja, wie gesagt, Gesprächsthemen freue mich immer, weil ich bin eigentlich so jemand, der sich sowas nicht einfallen lassen kann. Ja, wenn ihr noch was zu den Themen hinzufügen habt, gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es da den zweiten Teil, wenn da genug zusammenkommt, worüber ich noch reden kann. Und ja. Oh, oh.